Verlieben ist wunderbar. Und verlieben ist auch einfach. Die Partner können kaum genug voneinander erfahren und nicht genug Zeit miteinander verbringen. Es ist die Phase der glücklichen gemeinsamen Erfahrungen. Ein Geben und Nehmen ohne Ansprüche. Beide Partner sind euphorisch und sie sind dadurch fürsorglich, liebevoll und großzügig. So wie Menschen in der Verliebtheitsphase ihren Partner erleben, so denken sie auch, so ist er. Und dieses Bild setzt sich nun in ihnen fest, denn es ist die Voraussetzung dafür, in der nächsten Beziehungsphase ein Commitment einzugehen. Nur wenn beide überzeugt sind, das kann nun genauso weitergehen, dann entscheiden sie sich für eine gemeinsame Zukunft. Kurz, wir verlieben uns in die sympathischen Seiten eines Menschen und in einer Beziehung finden wir dann heraus, ob wir mit seinen unsympathischen Seiten auch zurechtkommen werden. Verliebte machen in den ersten Monaten eine Vielzahl von Erfahrungen. Einige können sie noch Jahre später benennen, so wie die erste gemeinsame Reise oder die Vorstellung bei Eltern und Freunden. Andere Erfahrungen aber geschehen streng genommen nur in der Fantasie. Wie gut sie sich aufeinander verlassen können, das zeigt sich nicht durch Pünktlichkeit oder regelmäßige liebe Textnachrichten am Abend. Aus Erfahrungen und Erwartungen werden ein Anspruch an den Partner. Das schreibt der renommierte Paartherapeut Martin Koschorke. Und genau an diesem Anspruch werden sich die Partner in Zukunft messen. Jeder Wunsch, jedes unbewusste Bedürfnis, das die Verliebten sich erfüllen, das ist zugleich das Versprechen und der Auftrag, sich dieses Bedürfnis auch in Zukunft fraglos zu erfüllen. Und hinter solchen Ansprüchen verbergen sich unsere Ängste, uns wirklich einzulassen und enttäuscht zu werden. Liebe tut weh, vor allem wenn sie scheitert. Heute führen Menschen mehr Beziehungen als je zuvor und jede neue Beziehung bedeutet eine vorangegangene Trennung. Jede Trennung schmerzt. Diese Schmerzen möchten wir verhindern, indem wir uns nur auf die Menschen einlassen, die scheinbar all unsere Wünsche ganz sicher erfüllen. Wir wissen, die anderen haben ebenfalls Ansprüche, hohe Ansprüche. Wir wollen nicht das Zweitbeste für uns. Schließlich wollen wir ja ein ganzes Leben mit dieser Person verbringen. Und weil alle anderen genauso anspruchsvoll sind, haben wir natürlich Angst, den Ansprüchen des anderen nicht zu genügen. Und wir flüchten uns in Selbstoptimierung, die uns unter Druck setzt und stresst. Und uns dabei auch noch anspruchsvoller macht. Immerhin haben wir ja eine Menge investiert. Das können wir schließlich auch vom anderen erwarten. Das denken wir. Also stellen wir unbewusst Ansprüche gegen Ansprüche und achten erst recht darauf, ob der Kandidat auch alle Bedingungen erfüllt. Doch die Wirklichkeit, die hält mehr für uns bereit, als unsere anspruchsvollen Vorstellungen behaupten. Denn vorstellen können wir uns ja nur, was wir kennen oder was wir in den Zeiten der Disneyfizierung der Liebe als Beziehungsfantasie zwischen Hollywood und dem vermeintlichen Traumpaar unseres Bekanntenkreises entwickeln konnten. Eheverträge beispielsweise, die sollen klären, wie die Partner bei einer Trennung mit ihren Ansprüchen aneinander umgehen. Und das Tauziehen um eine solche Vereinbarung, das ist ein hartes Stück Arbeit. Obwohl es sich ja um liebende Menschen handelt, die kurz davor stehen, sich ein Versprechen für eine lebenslange Partnerschaft zu geben. Beziehungen beginnen jedoch mit unausgesprochenen Verträgen, die auf Erwartungen basieren, die beide Partner beim Hören des Satzes »Ich liebe dich« als Versprechen verstanden haben. Und es ist wenig verwunderlich, dass genau dieser Vertrag, den jeder Partner auf Basis seiner eigenen Wahrnehmung des anderen und seiner Verhaltensweisen in ganzem Umfang nur in seinem Kopf formuliert hat, und das noch nicht einmal bewusst, später natürlich der Brennpunkt vieler Konflikte werden muss. Denn alle Beziehungen verändern sich. Das Leben ist Veränderung. Deshalb kann es nicht ausbleiben, dass von innen, also von den Partnern selbst, und von außen Veränderungen auf das Paar einwirken. Aus Verliebten werden Partner, aus Partnern werden Eltern, und nicht erst, wenn im gemeinsamen Lebensherbst die Sterblichkeit und der Abschied Furcht einflößen, dann zeigt sich, ob die vielen unausgesprochenen Erwartungen von damals erfüllt werden. Und Erwartungen, die haben Verliebte reichlich. Erste Erwartung, sei so wie ich. Sieh die Welt wie ich und lass mich in dir mich selber finden. Zweitens, ergänze mich, sei gut und besser in den Dingen, in denen ich nicht gut bin.
Dritte Erwartung: Lass mich durch dich wachsen, ziehe mich mit, hole mich sanft aus meiner Komfortzone, damit ich über mich hinauswachsen kann. Vierte Erwartung: Lass mich mit dir Neues erleben. Mit dir gemeinsam möchte ich neue Erfahrungen machen, die mir vielleicht alleine Angst machen würden. Fünfte Erwartung: Lass mich deine Priorität sein. Bestätige mich als unaustauschbar und einmalig. Sechste Erwartung: Nimm mich an, so wie ich bin. Zwinge mich nicht zu Veränderungen. Akzeptiere mich als die Person, die ich denke, die ich bin. Und siebtens: Erlöse mich. Befreie mich von meinem Alleinsein, von meinem Single-Dasein, vom Einfluss meiner Eltern, von meinen schmerzhaften Erinnerungen an frühere Beziehungen und Trennungen. All diese Geheimaufträge enthalten Fallstricke, die sich mit den Jahren erst zeigen. Denn die Erwartungen stellen sich dann ganz anders dar. Einige werden geradezu ins Gegenteil gedreht. Sei eigenständig und gib dich und deine Eigenheiten nicht für mich auf. Sonst raubt mir unsere Gleichheit die Luft zum Atmen. Die Unterschiede zwischen uns, die ich anfangs so spannend und so aufregend fand, die erlebe ich nun als anstrengend und Anlass für endlose Debatten. Fordere mich nicht ständig, überfordere mich nicht. Das ist mühsam und mit den Lebensjahren habe ich meine Grenzen kennengelernt, die du bitte akzeptieren sollst. Ich kenne alle deine Geschichten, ich weiß von deinen Erfahrungen und deinen Überzeugungen. Unsere Beziehung wird langweilig. Ich kenne dich so genau, dass ich deine Reaktionen bereits im Vorfeld abschätzen kann. Wer so durchschaubar und somit so planbar wird, der erscheint nicht länger als unaustauschbar. Natürlich akzeptiere ich dich, wie du bist, aber gleichzeitig möchte ich, dass du dich in die Person veränderst, von der ich denke, dass ich mit ihr eine glücklichere Beziehung führen könnte. Und du scheiterst an der Auflösung meiner Traumata, weil letztlich niemand einen anderen erlösen kann. Dieser unlösbare Widerspruch macht mir zu schaffen. Über allen Veränderungswünschen steht die Annahme: Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mir zuliebe tun, was mich glücklich macht. Ja, was würden die Deutschen denn gerne an ihren Partnern ändern? Elitepartner hat in einer Online-Erhebung gefragt: Wenn du drei Dinge an deinem Partner ändern könntest, welche drei Dinge wären das? Nach Geschlechtern geteilt: Frauen wünschen sich vor allem emotionale Veränderungen. 24% wünschen sich, dass der Partner häufiger über Gefühle spricht. Mehr Ordnung erhoffen 23%. Und dass er mehr kommuniziert, wünschen sich 20% der Frauen. In der Paarberatung zeigen sich diese Wünsche beispielsweise in solchen Situationen oder Gesprächen. Der Berater fragt: Sie haben gesagt, Sie verbringen nicht genug Zeit miteinander. Was möchten Sie denn mit Ihrem Mann machen? Partnerin antwortet: Ich möchte mit ihm häufiger und intensiver zusammen sein. Berater: Und was genau möchten Sie mit ihm machen? Partnerin: Ich möchte mit ihm reden. Berater: Worüber? Partnerin: Über unsere Beziehung. Und der Berater fragt nun: Und was möchten Sie ihm sagen? Antwort der Partnerin: Dass wir mehr miteinander reden sollten. Sie sehen, Partner sind nicht oft in der Lage, ihre Wünsche ganz klar und deutlich zu formulieren. Dadurch erleben deren Partner sie als Verfolger und ihre Wünsche als Forderungen, die sie dann zurückweisen aus Furcht vor Verlust der Selbstbestimmung und Autonomie. Die Statistik kennt natürlich einige Wünsche. Männer wünschen sich vor allem häufiger und befriedigenderen Sex. 31% wollen von ihrer Partnerin, dass sie sexuell aktiver wird. 26% möchten, dass sie weniger nörgelt. Und 19% hoffen, dass sie nicht so schnell emotional wird. In der Paarberatung zeigen sich diese Wünsche beispielsweise in einer solchen Situation. Er: Tu es doch einfach, Appetit kommt mit dem Essen. Sie: Sag mir nicht, was ich tun soll. Er: Ich mache es auch genau so, wie du es haben willst. Sie: Dann fang damit an, aufzuhören, mir vorzuwerfen, ich trüge die Schuld an unserem Sexleben. Es heißt, Männer erleben Nähe durch Sex, Frauen brauchen Nähe für Sex. Und so beschreiben verkürzt einige Sexualtherapeuten diese Dynamik. Doch weder für den Partner, der immer wieder zurückgewiesen wird, noch für den Partner, der zurückweist,
ist diese Dynamik auf Dauer zu ertragen. Denn derjenige, der alleine über Nähe und Distanz in einer Beziehung bestimmt, der alleine führt diese Beziehung. Das muss gar nicht bewusst geschehen, aber es ist nicht unüblich, dass durch diesen Machtkampf eine an anderer Stelle empfundene Schieflage der Beziehung versucht wird auszugleichen. Der zurückgewiesene Partner fühlt sich hilflos und ohnmächtig, der Zurückweisende fühlt sich bedrängt und ausgenutzt. Das ist ein Teufelskreis, der sich nicht durchbrechen lässt, wenn nur ein Partner etwas verändert. Beide müssen dies wollen und tun. Das Fazit: Prüfen Sie Ihre Wünsche an Ihren Partner. Sind diese Wünsche bereits Erwartungen? Sind diese Wünsche bereits Forderungen? Und denken Sie daran, Sie sind nicht dafür da, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und ganz genauso verhält es sich mit Ihrem Partner. In einer Beziehung erfüllen wir uns gegenseitig unsere Bedürfnisse. Das ist ein Versprechen, das Verliebte geben und annehmen. Durch die unausweichlichen Veränderungen im Leben und in der Beziehung müssen jedoch diese Versprechen immer wieder ausgesprochen. Sie müssen überprüft und sie müssen neu verhandelt werden. Denn sonst droht eine Konfrontation, die nur Enttäuschungen und Verletzungen hervorbringen kann. Erfolgreich sind jene Paare, die auch nach 10 oder nach 20 gemeinsamen Jahren voller Überzeugung sagen können: Ich würde dich erneut wählen, obwohl ich damit viele Konflikte erneut durchleben würde. Aber das ist es mir wert. Du bist es mir wert. Seit einigen Jahren entwickle ich und biete ich zahlreiche Online-Kurse und Persönlichkeitstests an. Diese funktionieren wie ein professionelles Coaching und Sie finden sie auf meiner Webseite www.erik-hegmann.de und auf modernloveschool.com.